Hallo Insektenfreunde! Eigentlich könnt ihr jetzt einfach ein bisschen Musik unter das Video legen und euch in Ruhe die Tiere beim Fressen beobachten lassen. Aber das mache ich nicht. Nicht, weil ihr euch den Moment nicht gönnen würde, sondern weil Armadillo officinalis wirklich eine sehr interessante und auch einzigartige Asselart ist. Manchmal wird der Familienname von Neueinsteiger verwechselt und man liest dann Armadillidium officinalis, was aber falsch ist. Kurz zur Erklärung, es gibt unterschiedliche Rollasselarten, die durch ihren Körperaufbau, wie zum Beispiel der Rollfunktion, sich an unterschiedliche Lebensräume angepasst haben. Diese Art hat im Vergleich zu den anderen Rollasselarten die Schließfunktion so perfektioniert, dass sie im zusammengerollten Zustand keine Ritzen mehr hinterlassen. Ja, das hat vor allem gegenüber Angriffen von Skorpionen, die mit ihren giftigen Stacheln nach Stellen absuchen, um ihr tödliches Gift zu injizieren, wirklich einen entscheidenden Vorteil. Da Armadillo die höchste Artenzahl und Bevölkerungsdichte unter Halbwüstenbedingungen hat, passt diese Körperbauweise auch perfekt in das Gebiet, in dem zahlreiche Skorpionarten leben. Dabei kommt ihr zusätzlich noch ihre Verhaltensweise zugute, dass sie sich bei der kleinsten Erschütterung zusammenrollt und somit sicher vor vielen Angreifern ist. Jetzt kommen wir zum mysteriösen Teil des Videos. Armadillo ist die einzige bekannte Asselart, die selbst für uns Menschen hörbare Töne erzeugen kann. Dabei streicht sie die Schuppenleiste am vierten und fünften Laufbein an Schuppenfelder der Seitenteile der Rückenschilder. Das hören und sehen wir uns mal kurz an. Die Frage ist, warum macht sie das? Als erstes kommt einem vielleicht in den Sinn, dass dieser Gesang dazu dient, andere Artgenossen vor einer Gefahr zu warnen. Aber Achtung! Über das Hörvermögen bei Asseln ist bisher noch nichts bekannt. Hörorgane, mit denen die Tiere Geräusche wahrnehmen können, wurden bisher auch noch nicht gefunden. Eventuell lassen sich durch die Geräusche den ein oder anderen Angreifer verjagen, aber den genauen Zweck weiß man bis heute noch nicht. Also an alle Hobbyforscher da draußen, hier gibt es noch was zu entdecken. Geografisch sind sie in Südamerika, Afrika, im orientalischen Raum, Australien und im Mittelmeerraum präsent. Dabei sind sie immer nur in Regionen vertreten, wo es relativ trocken ist. Sobald die Lebensräume feuchter werden, werden sie von den Armadillidium-Arten verdrängt, die sie einfach besser an diese Gegebenheiten angepasst haben. Das bedeutet für die Haltung bei dieser Art, darf es ruhig ein bisschen trockener sein als bei den Armadillidium-Arten. Es ist kein Problem, sie bei Zimmertemperatur zu halten. Dadurch verlängert sich lediglich die Entwicklungszeit ein bisschen. Das ist bei den europäischen Armadillo-Arten überhaupt kein Problem. Allerdings bemerkt man doch einen deutlichen Unterschied bei der aus Israel stammenden Art, die wir bei ca. 28 bis 30 Grad halten. Die aus Griechenland oder Spanien stammende Armadillo officinalis kann man ohne Bedenken jedem Anfänger empfehlen. Sie verzeihen einem auf der einen Seite eine etwas zu feuchte oder zu trockene Haltung, sind aber auch interessant und gut zu beobachtende Haustierchen, die einem das eine oder andere Mal die Zeit versüßen. Aktuell züchten wir eine in der Grundfärbung braune Variante raus, die mit orangenen Flecken versehen ist. Weitere Informationen findet ihr auf unserer Website, der Link ist unten in der Beschreibung. Eins noch zum Schluss und ja, ich muss zugeben, wir schauen regelmäßig in unseren YouTube-Kanal rein und freuen uns über jedes neue Abo und über jeden Like und Kommentar von euch, denn das ist der Gradmesser für uns, ob wir das, was wir hier machen, auch, ja, ob das bei euch auch gut ankommt. Also wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr davon haben möchtet, ist es ein kleiner Klick für euch und eine große Motivation für uns. Jetzt habe ich aber genug gebettelt. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.